Glück auf, meine Kumpel und Malocha. Herzlich willkommen zur Analyse gegen Bremen. Ja, ich bin immer noch gefrustet, ich bin immer noch sauer, ich kann es immer noch nicht verstehen, wie da der Elfmeter gepfiffen worden ist. Und trotzdem will ich jetzt nicht mehr auf diese Situation eingehen. Wenn euch das interessiert, empfehle ich euch, mein letztes Video euch anzugucken. Nach dem Spiel habe ich mich da direkt geäußert, noch mit ein bisschen oder mit viel Wut im Bauch, habe ich da ein Statement rausgebracht. Und wenn ihr die pure Emotion während des Spiels erleben wollt, empfehle ich euch einfach, den Livestream zum Spiel euch anzugucken und dann einfach mit dem Button, diesem YouTube-Button, dahin zu springen, wo dann die Schlussphase ist der Partie, und dann könnt ihr euch das ja gucken, wie ich da ausgerastet bin. Ansonsten würde ich jetzt gerne einfach mal aufs Sportliche zurückkommen, hier das Spiel mal sportlich analysieren und muss sagen, dass wir da echt ein schlechtes Spiel abgeliefert haben. Echt ein schlechtes Spiel. Und ja, was ist denn, man muss sagen, Gramozis halte ich das zugute, der hat wieder die Mannschaft defensiv stabilisiert, organisatorisch war das okay, wobei ich auch finde, dass die Raumaufteilung extrem schwach war in dem Spiel, aber die Defensive war gut, wir standen sicher, das kann man ihm nicht abschreiben. Und dennoch muss ich sagen, war das viel zu wenig gegen eine Bremer Mannschaft, die hinten drin sehr wackelig war, die den Trainer am Spieltag gewechselt haben, also völliges Chaos da in der Truppe, die auch auf der Bank, also da waren, ich glaube, ein 16-Jähriger oder so war auf der Bank, also sehr, 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 sehr junge Bank und viele Spieler verletzt bei Bremen. Und man muss auch sagen, die haben einfach nicht gut gespielt, ne? Also die durch ganz einfache Mittel hätten wir die schon sehr, sehr gefährlich werden können. Beispielsweise, was der Kaminski zweimal gut gemacht hat, ist einfach reingedribbelt. Weil Bremen hatte ein Loch im Mittelfeld, ein Riesenloch hatten die im Mittelfeld. Wir müssten, wenn wir schlau gewesen wären, was wir leider nicht gemacht haben, müssten wir die zwei Außeninnenverteidiger, also einmal Malik Chau und einmal den Kaminski, müssten wir immer in die Räume schicken, also immer reindribbeln lassen. Weil da hat Bremen keine Antwort gehabt. Da waren Riesenräume da. So einfach schnell reindribbeln mit einem engen Dribbling und dann überspielst du zwei Reihen von Bremen. Die haben da keine Lösung gehabt. Und das haben wir einfach nicht gemacht. Und da brauchst du noch nicht mal einen guten Kombinationsfußball. Was wir auch heute in diesem Spiel gestern in diesem Spiel nicht gesehen haben. Gramozis hat wieder mal die Länderspielpause nicht nutzen können, um die Mannschaft fußballerisch weiterzubringen. Um da Spielzüge einzustudieren, um da Bewegungsabläufe, Dreiecke zu bilden, um da Spielsituationen aufzulösen in der Offensive, hat der einfach wieder nicht gemacht. Was wir gesehen haben, ist Kick-and-Rush-Football von beiden Mannschaften. Bremen hat es dann hier und da mal noch fußballerisch probiert. Wir haben die Bälle permanent einfach rausgekloppt. Und das Schlimme war auch noch, wir haben teilweise mit Mann und Maus verteidigt, sodass wir, das meine ich auch mit der Raumaufteilung, sodass unsere Stürmer sehr weit in der eigenen Hälfte mitverteidigt haben. Und wenn wir den Ball rausgekloppt haben, stand vorne einfach keiner. Einfach direkt wieder Ballverlust. Und das ist natürlich, mit so einem Fußball kommst du nicht weit. Und dann kannst du auch am Ende, ist dann 1-0 bis in Führung gegangen, sehr, sehr glücklich. Mehr Glück als Verstand zu dem Zeitpunkt. Und für mich das Ergebnis 1-1, so wenn du das über die 90 Minuten beurteilst, ist für mich noch ein sehr glückliches Ergebnis für uns. Ich fand, war ein verdientes Ergebnis, das Unentschieden, aber Bremen, wenn es einen Sieger hätte geben dürfen, dann wäre es nur Werder Bremen, weil wir viel schwächer waren als Werder. Ja, deswegen, also Gramozis ist für mich immer noch der falsche Trainer, auch nach dem Spiel. Ich hoffe, dass ich falsch liege und dass der irgendwie die nächsten drei Spiele, oder wie viele sind es, Sandhausen ist es, Nürnberg, Pauli und dann noch HSV bis zur Winterpause, dass der die möglichst viele Punkte holt. Gegen Sandhausen können wir vielleicht mal einen Sieg wiederholen, aber die anderen drei Aufgaben sind richtig schwer. Und ja, ich finde, Gramozis, der macht keine Fortschritte, der entwickelt nichts weiter und wir kommen nicht vom Fleck. Und mit so einer Art Fußballspielen werden wir nicht aufsteigen. Da fehlen uns dann am Ende heraus die Spiele, die wir durch ein gutes Offensivkonzept für uns entscheiden. Da werden uns Punkte fehlen. Man merkt es ja jetzt schon. Eigentlich musst du so ein Spiel gewinnen gegen Bremen,
wo wirklich Chaos war bei denen. Und Bremen ist, wie gesagt, ist zwar vom Papier her Absteiger und hat ein paar gute Spieler in der Mannschaft, aber das war gar nichts von Bremen. Das war null von Bremen und ist schon traurig, dass wir da nichts auf den Platz gebracht haben. So, kommen wir mal zu Spielerbenotung, Spielerbewertung. Ich mache das mal ganz schnell. Freisel habe ich eine 3- gegeben. Ich fand Freisel eigentlich ganz gut so im Aufbauspiel. Muss aber sagen, dass der da in der einen Situation, wo der Parson auf der Linie geklärt hat, sehr, sehr unsicher gewirkt hat. Deswegen auch nur die 3-. Kaminski habe ich eine 3 gegeben. Ich fand, der war der beste Innenverteidiger, weil er ab und zu mal diese Räume ausgenutzt hat. Itakura habe ich eine 3- gegeben. Ich fand ihn ein bisschen schwächer als Kaminski. An sich aber trotzdem ein solides Spiel. Malik Chau habe ich eine 4 gegeben. Ich fand, der hat extrem viele Fehler drin gehabt in seinem Spiel und auch ein paar gute Sachen, aber dennoch fand ich, war das mit Abstand der schwächste Innenverteidiger. Paulsson habe ich eine 4- gegeben. Ich fand, der hat es defensiv gut gemacht, hat auch auf der Linie das einmal geklärt, aber nachdem der die gelbe Karte bekommen hat, ist er halt aus dem Spiel und ich fand, die war ziemlich unnötig, die gelbe Karte. Und ein Paulsson mit einer gelben Karte ist einfach nutzlos für dich, weil der halt seine großen Stärke hat in der Defensive und mit einer Vorbelastung kann er nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen, dass er uns da weiterhilft. Dann habe ich dem Aidin eine 4 gegeben. Ich fand gegen Ende, wo der Salazar reingekommen ist, hat er wieder ein bisschen besser gespielt. Anfangsphase war auch gut, aber zwischendrin war es sehr, sehr schwach von ihm, hat sich dann auch unnötigerweise die gelbe Karte abgeholt und fand ich nicht ganz so gut, dieses Spiel von Aidin. Aujan hat bei mir eine 3. War ganz okay, ohne jetzt wirklich herauszustechen. Salazar hat von mir die Note 2 bekommen. Für mich der beste Spieler auf dem Platz gewesen. Und für mich auch so eine Sache, wo ich den Gramozis 0 verstehe, dass du den besten Spieler, der hat wohl sehr, sehr gut trainiert. Das hat man in den sozialen Netzwerken mitbekommen. Der Latzer hat in den letzten Spielen sehr, sehr schlecht gespielt. Drexler war jetzt auch nicht unbedingt so super. Und wenn er so eine Leistung bringt, dann weißt du ja nachweislich, dass das dein bester Mittelfeldspieler ist, verstehe ich nicht, wieso der Junge auf der Bank sitzen muss. Keine Ahnung. Und das ist auch so eine Sache, die ich dem Gramozis ankreide. Zu Drexler habe ich eine 3- gegeben. Ich fand, der hat hier und da mal ein paar gute Kombinationen, ein paar gute Bewegungen da gehabt, ohne wirklich herauszustechen. Und Latzer für mich schlechtester Spieler auf dem Platz. 5- habe ich dem gegeben. Und ja, ich fand auch ehrlicherweise, unsere stärkste Phase hatten wir, nachdem der Latzer rausgegangen ist, als der Flick reingekommen ist und Salazar auf dem Platz war. Und man hat auch, fand ich, gemerkt, als der Paulsson rausgegangen ist, weil viele Leute sagen, wenn der Paulsson spielt, dann haben wir einen Spieler zu wenig in der Offensive und der blockiert unser Offensivspiel. Ich fand, als Latzer auf der 6 war, war es noch schlechter als Paulsson. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Latzer im Moment. Ja, auch wenn er unser Kapitän ist, bringt keine Leistung. Seitdem der auf dem Platz ist, verlieren wir die Spiele und gewinnen keine Spiele mehr. Wir haben mit Latzer noch kein Spiel gewonnen. Also HSV haben wir verloren, da hat er wohl nur ein paar Minuten gespielt. Danach gegen 1860, wo er das erste Mal gespielt hat und die weiteren Spiele jetzt haben wir alle, Heidenheim und jetzt Darmstadt und jetzt auch Bremen haben wir alle nicht gewonnen. Und wie gesagt, die beste Phase und den Führungstreffer haben wir erzielt, als Latza nicht mehr auf dem Platz war. Von daher, ich würd einfach mal ein Zeichen setzen. Ich würde einfach mal sagen, Junge, komm erstmal, bring erstmal deine Form, bring erstmal deine Leistung und dann können wir darüber sprechen, dass du hier einen unangefochtenen Stammplatz hast. Aber sowas, Fußball ist auch einfach ein Leistungssport und da kannst du, egal wie der Spieler heißt, kannst du den nicht einsetzen und dem eine Stammplatzgarantie geben, weil er dein Kapitän ist. So, und man merkt einfach, der bringt die Mannschaft nicht weiter. Da kann man noch so gut sagen, ja, der ist wichtig als Führungsspieler auf dem Platz. Quark mit Soße. Quark mit Soße. Der muss erstmal selbst für sich selbst diese Leistung bringen, um dann den anderen Spieler auch als Führungsspieler voranzugehen. Du kannst nicht als Führungsspieler vorangehen, wenn du keine Leistung zeigst. Terodde habe ich eine 2- gegeben. Ich fand, der hat viele Bälle festgemacht, hat dann am Ende auch das Tor gemacht. Voll okay. Bülter habe ich eine 4 gegeben. Der hat ein paar Chancen, wo der auch sehr, sehr gut von Terodde zum Beispiel eingesetzt worden ist, wo der dann quasi im 1:1 gekommen ist und dann hat er die Situation aber nicht gut aufgelöst. Ansonsten auch relativ unsichtbar gewesen. Flick habe ich eine 2- gegeben. Wie gesagt, ich fand, das war die stärkste Phase, wo Flick für Latzer reingekommen ist für uns.
Könnte mir sogar vorstellen, dass er in den nächsten Spielen mal zusammen mit zusammen mit Salazar und Drexler das Mittelfeld bildet. Hätte ich auch absolut nichts dagegen. Und Pieringer habe ich eine 3- gegeben. Ich fand, der hat sich reingehauen und das war voll okay. Gramozis kriegt von mir eine 4-, weil, keine Ahnung, sein Plan ist im Endeffekt aufgegangen und das war halt einfach dieser Schiedsrichter, der uns um den Sieg gebracht hat. Und dennoch muss ich aber sagen, dass das viel zu wenig war. Der Plan ist zwar aufgegangen, aber so ein Plan wird nicht oft aufgehen, weil wir da fußballerisch unterlegen waren. Wir haben zwar eine sehr, sehr gute Organisation in der Defensive gehabt, aber du kannst nicht permanent auf Glück setzen. Du kannst nicht permanent also auf individuelle Qualität, auf Standards und sowas setzen. Du musst auch irgendwo mal ein Offensiv-Fußballspiel auf den Platz bringen. Du musst irgendwann auch mal selbst aktiv werden und oder gegen Mannschaften Tore aus dem Spiel heraus setzen und Mannschaften unter Druck setzen können. Und nicht einfach defensiv gut stehen, möglichst lange die Null halten und dann hoffen, dass der Gegner einen Fehler macht oder du durch irgendeinen individuellen Glück irgendwie das Spiel dann 1-0 gewinnst. Das kann es nicht auf Dauer sein, wenn du aufsteigen willst. Und ich finde, wir müssen aufsteigen. Deswegen Gramozis 4-. Und der Schiedsrichter kriegt von mir die Note 6 und ich hoffe, dass das irgendwas noch nach sich zieht, dass Schalke da Einspruch einlegt, dass das jetzt echt ein Thema wird, was mal ein bisschen größer diskutiert wird, weil das geht so nicht. Das geht einfach so nicht. So, schreibt mal gerne eure Noten zum Spiel in die Kommentare. Schreibt mal gerne eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Sagt ihr, dass da viel Wahrheit drin steckt, was ich so gesehen habe. Habt ihr Sachen anders gesehen? Interessiert mich auf jeden Fall. Würde gerne da mit euch nochmal in den Kommentaren diskutieren. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen im Wochenrückblick wieder. Glück auf, ciao, ich bin raus.